Heute befinde ich mich mal in Malberg und Kilburg. Ja, und hier unter mir kann man Schloss Malberg erkennen und das Dörfchen Malberg. Die Wanderung führt uns heute durch Malberg am Schloss vorbei und durch Kilburg. Hier oben habe ich geparkt und hier ist ein Pfad, der zur Burg führt. Ja, alles, was man jetzt sieht, ist echt alt und gepflegt. Ja, Malberg, auch ein Ort, der in Vergessenheit geraten ist. Okay, eine Figur hat man automatisch Respekt vor. Auch hier. Die Treppe ist alt. Hier und hier hat man beigearbeitet. Hier nochmal der Blick ins Dorf. Der Blick zum Schloss von hier aus. Für Kultur- und Naturliebhaber ein Genuss. So, das war das Schloss von Malberg und jetzt geht's weiter an der Kill entlang. Hier die Kirche von Malberg. Ja,
Kneippanlage. Jetzt bin ich mitten in Gilborsch, früher Bad Gilborsch. Und hier in Gilborsch extra nochmal einen Berg hoch, geht es zum Kurpark. Ja, hier in der Kirche. Das kennt man in jedem Stein, so Löcher. Hier oben, die wurden mit Zangen gehoben, die Steine. Also Mittelalter. Ja, hier gab es früher Nonnen. Deswegen hier an den Seiten die Bänke. Kultur pur. Gilborsch war damals eine der schönsten Kurstätten in der Eifel. Und jetzt wird es wieder ein schönes Städtchen. Aber nun geht's an der Kill entlang. Heute Schauderstadt an. Ein echter Geheimtipp für Kultur- und Naturliebende. Ja, und hier oben gehört alles noch zur Klostermauer. Einmalig schön. So, hier stehe ich vor einem Dilemma. Die Brücke ist weg. 2021 durch das Hochwasser weggeschwemmt worden. Ja, nutzt alles nichts. Ich muss eine neue Brücke suchen. Und hier geht es über eine andere Brücke, über die Kill. Überall kann man hier Trockenmauern erkennen. Das zeugt von früheren Weinbergen. Der Eifelverein, der Felsenweg, Josef-Schulte-Hütte.
Ja, eine ganze Zeit lang funktionierte Komoot Navi nicht, weil wir sind hier auch in der Eifel und wenn man dann in ein bestimmtes Tal kommt, dann ist schon mal Funkstille. Jetzt nochmal ein Blick auf die Kilburger Stiftsanlage mit Kirche und Kreuzgang. Und wer glaubt, man kann hier nicht wandern? Bitteschön. Ja, hier eine Kapelle. Ich glaube, Wilsacker heißt der Ort. Ist schon mehr eine Kirche. Das ist eine Kirche. Ja, hier hat sich der Bach richtig in den Sandstein reingefressen. Wir gehen jetzt wieder auf der Kill zu, kurz vor einem Eisenbahntunnel. Die Eisenbahn fährt ja immer noch hier, aber die fährt jetzt hier in den Berg. Hier unter mir kommt der Bach zum Vorschein und ein Stückchen weiter, da vorne ist der Tunnel. Boah, da vorne muss ich dann über die Gleise. Und da hinten führt der Tunnel in den Berg. So, und hier muss man halt sehr gut aufpassen. Das ist kein Auto, sondern ein Zug. Als nächstes müsste jetzt wieder eine Brücke kommen, wenn sie denn noch da ist. Jawohl, und sie ist noch da. Elf,8 Kilometer liegen hinter uns. 8,66 muss ich noch. Bis jetzt ist mich hier noch kein Mensch begegnet. Jetzt hat man noch mal freie Sicht. Und unten sieht man auch wieder die Kill. Man freut sich immer wieder auf was, wenn man etwas aus Stein sieht. Und da vorne ist auch wieder irgendwas. Ja, hier, urkundlich erwähnt, war mal ein Gutshof, 804.
ganze Zeit gehen wir durch Natur. Lohnt sich also wieder nach Malberg und Kilburg zu kommen und zu wandern, nachdem diese kleinen Städtchen ja in Vergessenheit geraten sind, weil kein Kurbetrieb mehr da war. Da standen ja einige Häuser leer und das hat sich also gebessert. So noch 3,8 Kilometer. Jetzt kommen wir noch mal an der Kill ganz nah. Vielleicht geht man ja auch jetzt da ganz nah dran vorbei. Ich bin jetzt unterhalb von Malberg. Ich habe schon über 18 Kilometer. Ja, 3 Kilometer habe ich noch vor mir. Und das ist einfach eine klasse Landschaft. Hier war auch mal eine Brücke. Und hier ein Sandstein mit Patina. Eigentlich hätte ich da unten weiter entlang an der Kill gehen müssen. Aber hier führt auch ein Weg. Da bin ich näher an meinem Parkplatz. Jetzt Malberg und kommen in Kilburg wieder rein. Ja, alles in allem, das war eine super Wanderung heute. Ich glaube auch, dass Kilburg wieder so einen Aufschwung erlebt. Hier ist alles picobello sauber. So, man kann hier den Bahnhof erkennen. Und die Züge fahren wieder.